Zum Beispiel gleiche. Das Wort gleiche, okay? Deutsche Wort gleiche. Wie liest es der Challa? Gleiche. Gleiche. Wenn der Challa sagt gleiche, was sagen Sie dann? Was? Was ist gleiche? Gleiche ist gleiche. Lautsprache. Du musst alles über die Lautsprache machen. Hätte ich auch nicht dran gedacht, hä? Der sagt, ein deutscher Satz, die Tür ist offen, du verstehst kein einziges Wort, aber er macht es eigentlich richtig. Jetzt, wenn wir jetzt so Kommandos rufen, wird es echt besser und er probiert mit den Leuten Deutsch zu reden, er ist ein offener Mensch, ist er, das sieht man ja, das ist ja sehr gut, zum Glück. Der Vinci hat ja auch geschafft mit dem Challa, dass, wenn sie dann essen waren und der Vinci hat im Challa angerufen, das darf ich, glaube ich, erzählen. Da Vinci wird mir jetzt nicht böse sein. Dass der Challa, da Vinci spricht ja dann doch eher Italienisch, aber natürlich noch, oder Deutsch und Italienisch und jetzt nicht so gut Türkisch. Und der Challa, aber die haben sich dann trotzdem getroffen. In der Pizzeria. Das hätte Vinci geschafft, weil das ist gar nicht so einfach, wenn er es nicht versteht. Aber sie haben es geschafft und offensichtlich finden sie Wege, es gibt halt verschiedene Formen der Kommunikation außer der Sprache, zum Glück. Ja, es ist gut und er ist offen, aber es ist für ihn sehr, sehr schwer, weil das erste Mal eine Fremdsprache lernen mit 20, auch das können wir uns, wir haben halt in der Schule dann irgendwann Englisch gehabt oder manche Französisch. Und wenn du das nicht hast und anfängst mit 19, das ist schwer.